Ja, sind wir zurück am Stück, sehr gerne, Männer. Warum will ich auf einmal die Yankee-Hymne singen? Sag dir eine, ran an die Werkbank! Das hatte ich doch schon gemacht. Spiel dumm, verpiss dich. Das ist mein Büro, Juan. Was? Bis jetzt dahin, 94 Meter laufen. Kann ich das Boot immer noch nehmen und woanders hinfahren? Inga, das Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Schmeckt relativ bumsig, ich will nur dahin. Ich hoffe jetzt, dass es gleich passiert wie das letzte Mal. Wo schon so ein Wegpunkt? Oha. Ich will eigentlich noch mal rüber. Ich will noch ein paar Sachen erledigen. Nee, ich hoffe jetzt echt nicht. Also wenn es nochmal kommt, dann tut's mal, sorry. Ich will noch mal auf die Insel rüber. Ich lasse es, wenn man es einfach nicht warten muss und hin und Leute, Mann, echt, warum? Guck, ich will nur da rüber, ich will nicht abhauen. Ich habe sogar einen Marker gesetzt, ich habe den im Fokus. Ist gut bei mir, Clara. Nicht mein Kampf. Oh, okay, wenn ich das so laber, dann wird's der Fall sein. Ah, oh, scheiße, fuck you. Müssen wir die Scheiße hier machen, bis die Schnellreise wieder frei ist. Warum denn? Lass mich doch mal was machen. Wie, du kannst nicht hüpfen? Oh. Ja, ich folge erst dem... Ey, Ubisoft, ey, meine Fresse, Alter. Du. Halt die Fresse, Radio. Ja, genau, gleich hier Gamer-Musik spielen. Danke fürs Fact-Striker vom Video. Da, hier, ich klatsch dich. Ah, ich bleib ja schon da. Bleibst du doch? Ja. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Ach, Bossekiller, okay, verstehe. Schon kann ich jetzt wieder zurück? Ich habe noch was zur Kunde und ein Wildschwein zu töten. Und ich hätte gern Pfeil und Bogen. Wenn ich diese Pfeil und Bogen kriege, bin ich echt pisst. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerrillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen? Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst.
Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Späher, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meine beste Guerriera ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerriera. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetze es, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Jaraner. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriera. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. So, darf ich jetzt machen, was ich will? Oh, Loot. Metall mitnehmen. Warte mal, konnten wir nicht angeln? Wie war das nochmal? Ja, bla bla bla. Wie konnten wir noch angeln? Fünf, sechs. Ja, okay. Ich will den Shop nicht besuchen. Ich will eigentlich erstmal wissen, wie ich jetzt meine scheiß Angel benutze. Arsenal. Genauigkeit ist halt höher, ja. Dann schauen wir hier nichts. MC Flammenwerfer nochmal neuer. Das ist aber deutlich besser. Ah, das größere Magazin, aber eine Schrotze. Pfeil im Bogen hätte ich ja gern, aber ist okay. So, Freundschaftsarmbändchen. Okay, was gibt's hier noch? Achso. Warum wird denn einem das eigentlich. Ich weiß, wie man sowas aufblinkt. Ich möchte etwas Neues, aber dabei haben wir gar nichts Neues. Ist so zum Kotzen. Hey! Ich muss kurz gucken, wie man. Ich bin gleich wieder da, Sekunde. Ach gut, ganz vergessen. Waffenrad. Da ist sie doch. So, Angel! Auswerfen. Müssen wir kurz warten? Noch kurz warten? Ah, oh, Jesus. Hallo? Ach, Rechtsklick. Ja, komm mal kurz, der Angler ist, Telefon vibriert, so ein Scheiß. Wobei, ich kann Escape drücken, Sekunde. So, jetzt. Das kannst du wohl uns einholen, auch die Scheiße. So. Eigentlich kann man da Köder ranmachen, muss man erstmal gucken. Beispiel regende Angler, aber kein Pfeil und Bogen, das ist voll rassistisch. Halt dann nicht mal den Schwimmer oder so. Was denn? Fisch an den Haken, ja, ja. Und gehört so ein bisschen bewegen, ein bisschen triggern. Ich glaube, das ging nicht früher dann besser. Weißt du heute auch noch was?
La la la. Okay, kein Bock zu weiter. Nach Angelgebieten ausschau. Jeder Fisch ist eine neue Herausforderung. Öffne das Angelkasten, um die richtige Ausrüstung mit den richtigen Fisch zu erhalten. Benutze Schwungzonen. Also, okay. Komm jetzt mal das Ding nahe. Gehen halt die Gegend voll, Bruder. Naja, ist egal. Einstecken. So, 2400 irgendwas Meter. Das heißt, wir sind jetzt im Boot nehmen und können im Grunde sofort zurückfahren. Darf ich jetzt Schnellreisebenutzer? Danke. Ich will die Gegend darüber noch kurz abklappern. Mann, Libertad hat wirklich klein angefangen. Ist mir egal, was Libertad hat. Libertad ist scheiße. Ich habe noch Kisten zum Abholen. So, muss mal lang. Da lang. Hör auf, Juan. Wenn du Soldaten tötest, wird Castillo seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung? Klugscheißerin. Ja, du wurdest gewarnt. Ich habe eigentlich nur mal Leertasche gedrückt. Dass sie am Feld zerschellt, ist mir klar. Ah, wir können die Tipps durchspulen. Geht es aber mit schnell? Nein. Mann, lieber. Lieber halt die Fresse. Danny, hör auf, Juan. Wenn du Soldaten tötest, wird Castillo seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung? Klugscheißerin. Aber ja, du wurdest gewarnt. So. Ein Wingsuit wäre cool. Fertig. Los. 1,2 PS. Genau. Es ist alles okay. Wurde getuned. Vamos, vamos. Ich hätte einmal wieder zurückkommen, die Freaks. Das nervt ein bisschen. Man dachte, die wären einfach weg. Alter, hast du es gesehen? Arschloch! Der hat uns ein Pferd killt, der hat uns mit Absicht umgemäht. Du Wichser! Lass die Tür zu, die Frau. Erkenne ich schon seine Stärke, sein Intellekt, seine Vision. Diego wird meinen Traum und das Paradies, das wir irgendwo schon das Lex Lautsprecher. Diego Castillo, mein Sohn. Es ist ihr Sohn. Sie sagten, er sei unser Zukunft. Ah ja. Hoffentlich hört er die Gerüchte. So, wow. Wenn ich zu uns im Kopf bitte. Wie viel Scheißmaterial habe? Jetzt so ein Schrott? Kryptogrammkiste. Libertad-Kiste, wenn es nur so Müll ist, dann mache ich das nicht. Oh, was ist das? FND-Depot. Ist im Endeffekt Eigname? Das war die Plantage, wenn noch niedergefangen. Abbrand. Muss ich das jetzt verstehen? Sind die. Also, das ist irgendwie gerade noch ein bisschen unüberschaubar. Wie kann ich zum Beispiel das Gebiet hier einnehmen? Das ist nur eine Straße. Und das Blaue sind ja unsere Wege. Also, das ist irgendwie komisch. Ich mache mal eine Story weiter. Castillo. Kriegt da kein Loot raus? Ja,
Terra wird wieder zum Paradies werden. Doch dieses Paradies hat seinen Preis. Was ist jetzt? Da spielt schon wieder einer davor. Nö. Was ist denn da? Ist ja immer das gleich. Was ist denn? Aua! Bist du dumm? Frag für einen Freund. Er ist echt ein bisschen behindert zu sein. Dass man da nicht was genaues machen kann, also das ist egal. So, hier gibt's auch nichts. Gut, dann halt nicht. Hey, ich wollte das Pferd klauen. Ich wollte kurz noch teilen, aber wenn das selber das Müll ist, dann ja, machen wir einfach weiter. Meine Schwester ist krank. Ihr Kopf. Sie kann sich nicht mehr gut an Dinge erinnern. Ja, die kann sich auch nichts mehr erinnern. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe keine Ahnung. Lieber Gott, lass mich leben. Los! Ah, Senora, 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 ah. Alles scheiße. Ah, Hilfe, Hilfe. Ah, wissen Sie, alles kacke gerade. Ich hab keine Ahnung, wieso, aber... Alles, huiuiui, da kommt auch noch. Alter, du fährst nicht nochmal das Pferd um. Da war das. Einzelschuss, perfekt. Meine Fresse. Geht das? Nee, das ist ein bisschen groß. So, Pferd befreit. Alles gut. Warte mal, hat der Loot? Ja, der leuchtet. Hast du Schießpulver? Da schaut trotzdem nur mal was. Die übrigen Fische. Achso. Ja, okay, komm doch jetzt die Quest weiter. Ist schon Case. Dann machen wir das eine noch. Ich wohne 340 Meter weit weg. Na, ich sehe da bestimmt noch ein Pferd oder so. Ist tot? Okay. Hier drüben! Viel verloren! Los! Sucht! Wow! Wenn ihr mal aufhören, die Pferde zu killen, dann fange ich auch gleich mal an, euch umzulegen, ne? Ist einer hier noch ein Pferd umlegen? Ey, dann schon mal Pole offen. Sag mir umgangssprachlich. So, Thema erledigt. War doch nicht hier. Hast du was? Ah, Munition. Auch nicht der Shit. Oh, Metall. Sehr schön. Was spiel ich so verarsche? Nicht so nah. Hä, bist du dumm, geht er? Nein. Ist es gefährlich. Böser Hund. Lol, der eliminiert den Hund. Doch nicht. Meine Güte, habe ich mir das schon gerade verballert.
Ah ja. Ah, Hilfe! Wo bleibt die Explosion? FBI, open up! Wir haben nämlich so viel Schuss, das ist scheiße. Wir haben einen Atem. Aua! Kommando Refugio! Verstanden! Wollt ihr mich gerade komplett verarschen? Oh, Mel, jetzt hol doch die Knarre raus! Was ist da los? Ah, Hilfe! Wie viel Schrott habe ich diesmal erwähnt? Alter! Oh, mir geht die Munition aus. Okay, dann machen wir das mal anders. Ich merke halt, die sind recht akkurat drauf. Mir kommen Pfeil und Bogen, wir gehen nicht One-Shotte. Da rubbelst du dich nun mal schon so mitgenommen. Gut. Wir machen das einfach anders. Scheiß da. Dann reißen wir jetzt kurz schnell dahin. Oh, wenn da jetzt Kampf ist. Welcher Kampf? Wieder für nix. Gewitter. Sind wir jetzt immer noch im Kampf? Kann ich jetzt schnell reißen? Danke. Nächstens geht es einfach so, oder irgendwas dafür zahlen zu müssen, oder sonst was. Ich bin in der Waffe gerade ein bisschen unsicher. Danny, du solltest die Werkbank nicht vernachlässigen. Was denn, du Affeschädel? Du hast ja nichts, haben wir Pfeil und Bogen, du Pimmelbirne. Und außerdem, ich habe immer Schießpulver. Du Stück Elend. Da, hier, wo ist der Schießpulver, du... Ich habe jetzt Schießpulver? Da eben, ne? Ich hab kein Schießpulver. Du schwer kleinkariertes Affekind, du. Mann. So, wie komme ich jetzt da rüber? Flugzeug, Boot, Schwimmer, Tauche, beides. Ah, cool. Warte mal. Irgendwo da drüber. Auch ein Boot. Irgendwo habe ich es noch geschubst. Ach, ich kann dann den Ding ja Boot rufen. Alles gut. Meine beste Kundin. So, habe ich diese Munition. Ich kann nicht lesen. Ach, da vorne ist. Cool. Wir haben den alten Kahn wieder, aber okay. Was gibt's jetzt zum Steuern? Hupe. Ach, dann können wir lassen, okay. Ach, hier mal kurz einen Pitstop. War aber knapp. Sieht ja so verdeckt aus.
Hier kommen wir nirgends mehr. Ah, doch. Muss es ja was geben. Außer nix. Ey Leute, kommt. Ja, Greedies. Dann fisch ich den Vogel nicht. Oh, das sieht so gut aus mit dem Angeln. Komm, beiß doch irgendeiner schon dann. Nett. Ach komm, den ziehen wir dann ein. Verschlimmert euch, Fischis. Fahr mal einfach jetzt rüber. Ja, schön, so prima bereit ist. Geh doch ans Boot! Und halt so. Ich fahr jetzt auch schon zum Leuchtturm. So lang. So, wir sind eh nicht auf. Ich mach den Rechner wieder schneller. Was schon mit dem Boot los? Cool. Wenn ich auch so Boote finde, schmeiß hier mal. Okay. Übergabestelle, das ist jetzt aber fett. So, noch kurz zurück. Hab ein neues Boot gefunden. Geil. Neues Boot. Lol. Ist ja gar nichts, ne? Keine andere Perspektive oder so. Wir hasseln noch irgendeine. Ja, eines Tages irgendwo voll drauf. Ich bin voll des Ultras, halt eine Boot kurz vorm Ziel. Destroyed. Ah, okay. Reicht das noch nicht? Hab's auch gefunden. Muss es die andere, muss es da vorne, wo es gespawnt ist? Zufällig. Nee. Hast du Boot gefunden? Hallo? Oh, ein bisschen rum in der Heide und in den Boden. Hallo, hier, ein Boot. Volles Familienschiff, Mann.
Hallo. Da, was geht? Ist er rückwärts reinfahren? Hast du eine Lugabschätzung gebracht? Oh Mann, das Spiel, du fängst das schon wieder ganz gut an. Riesen Übergabestation. Oh. Was für eine Verarsche, du. Eine andere Leuchtturm jetzt. Ach, war das ja? Kann sein. Das regt jetzt auf. Ich will gerne im Leben das Geschütz. Dann bin ich mit Scharfschütze gefahren und drück die weg. Jetzt ist mein Boot, ich bin wieder. Fickt euch! Was habt ihr für Scheiße? 11 Punkte! Mann, das hat sich mal nicht selber speichern kann. Hab ich schon wieder rum. Bis dann. Tschüss.